Schöne Bett. Was machen Sie hier drin? Ah, bin gar nicht da. Ist das dumm? Hey Freunde, das folgende Video ist seit langer Zeit nochmal ein Minecraft-Video. Ich war nämlich bei Who's Your Daddy Barry wieder bei und dachten wir, heute nimmst du auch mal eine Folge auf. In folgendem Video spiele ich so eine Art Pole, der hat immer alles klaut und die Aufnahme war so witzig, deswegen guckt es euch mal an. Und wenn euch sowas auch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht kommt es dann demnächst mal öfters. Viel Spaß, Leute. Wo ist denn dieser Typ, den ich hier engagiert habe? Dieser komische, polnische irgendwas? Kann ja nicht sein. Hallo. Ich habe gehört, Sie haben Arbeit. Ja, Sie sehen aus wie ein Sohn von mir, den ich bei einem Pädophilen abgegeben habe und hoffe, dass er jetzt tot ist. Das kann nicht sein, Blöd. Okay. Ja gut, zufälligerweise steht hier vorne auch schon ein Taxi, ne? Ist ja super. Steigen wir einfach mal hier ein. Setzen Sie sich. Oh, ja. Hallo, guten Tag. Wir müssen einmal nach Hause, Sie wissen ja, wo wir wohnen. Einmal nach Hause, ja. Gar kein Problem. Ja, Sie wollen also bei meinen Kindern mithelfen. Die sind verdammt stressig. Das Problem ist... Machen Sie sich da mal keine Sorgen, ich mag Kinder. Ich rede nicht mit Ihnen. Haben Sie große Fernseher? Ja, wir haben einen sehr großen Fernseher, aber das ist wieder die Sache. Es geht ja darum, dass die Kinder Hilfe bekommen von Ihnen. Oh, wir sind schon da. Haben Sie Fahrrad? Ja, wir haben auch ein Fahrrad. Gut. Dankeschön. Hallo Papa! Hallo Papi! Hallo! Sie wirken wie jemand, dem man vertrauen kann. Wollen Sie mir nicht helfen mit den Kindern? Wollen Sie nicht einfach Ihren Taxiberuf kündigen und mir mit den Kindern helfen, mit dem polnischen Menschen? Natürlich, ich steig mal aus, ne? Ja, Sie sehen verdächtigerweise danach aus wie der... Warum haben Sie keine Hose an? Das ist eine gute Frage. Und warum ist Ihr Gesicht komplett blau? Ja, ich trinke ein bisschen viel. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Perfekter Mann für den Job. Ich zeige Ihnen ganz kurz die Kinder. Ich habe bei Ihnen nach wie vor noch irgendwie ein bisschen Bedenken. Schönes Haus haben Sie hier. Ja, danke, danke. Danke schön. Ich gehe schon mal rein. Nein, eigentlich würde ich gern vorgehen, wenn... Doch. gut, kommen Sie ruhig mit. Können Sie vielleicht schon mal sich um das Essen kümmern, Herr, wie auch immer Ihr Name ist. Na klar. Taxifahrer, kommen Sie bitte mit nach oben. Wir gehen ganz kurz zurück. Kinder, wie sie spielen! Kinder, das ist verdammt gefährlich. Early Boy, hör auf damit. Okay, ah! Was machen Sie da? Nichts. Scheiße, Ihre Kinder. Wo kommt der LKW her? Ich mache Essen. Sie haben unser Fenster eingeschlagen. Nein. Ich habe gesehen, Gangster ist gelaufen weg. Wo ist der Tisch? Ich habe keine Ahnung. Unser Küchentisch ist weg. Ich kam hier rein, kein Tisch da. Der Küchentisch war bis eben noch da. Ich glaube nicht. Doch, doch. Ich bin mir da ziemlich... Papa, ich habe ihn gegessen. Papa, ich habe ihn gegessen. Ja gut, das erklärt natürlich alles. Ja, warum bist du so fett? Ich habe den Küchentisch gegessen. Stein? Ja. Herr Schmocki? Ja? Komm, Sie kümmern sich weiter um den Abwasch? Ich gehe hochgucken. Ja. Nach Küchentisch. Ja, natürlich. Okay, was? Chef, können Sie kommen zeigen, wo ich kann schlafen? Ich habe gesehen, Sie haben einen sehr schönen Schrank hier oben. Papi, all unsere Fernseher sind weg! Wo ist unser Badezimmer hin? Hier war kein Badezimmer. Ich habe das Gefühl, dass seitdem Sie hier aber in Sachen abhanden kommen. Komisches Gefühl, keine Ahnung. Können Sie sich vielleicht ganz kurz um den Stein kümmern? Klar. Ich guck ganz kurz. Gehen Sie ruhig hinterher, der ist super drauf. Ich kümmere mich ganz kurz den Babysitter. Ja, hier, Lukas hat hier mal gewohnt, aber Lukas wohnt hier nicht mehr, weil Lukas ist von irgendeinem pädophilen Nachbarn umgebracht worden. Ach so. Keine Ahnung. Also wenn Sie wollen, können Sie da schon mal mit ein paar Kindern drin... Darf ich mir ein Kind raus suchen? Was haben Sie da an? Arbeitsklamotten. Ein Babysitter braucht sowas nicht. Bei uns in Polen haben wir gelernt, in Kindergarten so Sachen zu tragen.
Ist ganz normal. Dein, hörst du bitte auf, mit Earlybird zu schlafen? Doch. Ja, Herr Schmocki, Sie können also ruhig mal mit den Kindern in den Schuppen gehen. Ich finde den Stein, der ist richtig, ja. Der ist gut drauf. Ja, Stein, gehst du bitte mit ihm da rein, ganz kurz? Okay. Sehr gut. Dann, Ich bin auch Kids. Lukas mit K. Sehr schön, ja. Hallo, Papa. Hallo, Papi. Papi, ich kann wenn ich ganz kurz fragen darf, können Sie mir vielleicht erklären, wo eventuell die ganzen Sachen hingekommen sind, seitdem Sie hier arbeiten? Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie Diskrepanzen bestehen. Keine Ahnung. So, Kinder, plötzlich ist es Nacht geworden, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal alle schlafen. Okay. Kinder, kommt ihr bitte alle mit hoch. Schmocki, ich habe da bei Ihnen überhaupt keine Bedenken, dass Sie können sicherlich mit meinen Kindern in einem Raum schlafen. Ja, auf jeden Fall. Ellie Boy, kommst du bitte aus meinem Zimmer raus? 6,5 Stunden später. Okay, Giller. Schöne Couch. Meine Couch. Schöne Bett. Was machen Sie hier drin? Ich bin gar nicht da. Ist das dumm? Hier, Kinder! Kinder, das Haus wird in Nacht verbrennen, wir müssen löschen gehen! Was? Ja! Ich werde wiederkommen und auch euer Haus klauen.